haben in der Kundenhalle etwas Spezielles realisieren wollen. Eben aus der Tatsache heraus, dass Beratung immer wichtiger wird. Transaktionsbedürfnisse tun heute Kunden mit den Automaten befriedigen. Und das war eigentlich die Problemstellung. Und dann sind wir an Herr Antonietti hergetreten, uns da Vorschläge zu machen, wie wir die Kundenhalle emotionalisieren könnte, wie man auch den Beratungsaspekt in den Vordergrund bringt, dass man auch das als Begegnungsstätte positionieren, weil die Kundenhalle ist die wichtigste Schnittstelle zwischen Kunde und Bank. Und das ist das Thema gewesen. Also wir haben Rahmenbedingungen definiert und er hat anhand von diesen Rahmenbedingungen hat er den entsprechenden Vorschlag gemacht. Jeder Ort hat natürlich Eigenheiten von einem Lokalkolorit. Wie bringen wir das ins Konzept hinein? Wir haben uns überlegt, dass wir das mit einer Fotowand, mit Bildern arbeiten könnten. Zu uns kam gerade eine Gelegenheit, das ist typisch Willisau, das Buch von Bruno Bieri. Das ist sehr, sehr aktuell. Das neue Element mit dem Lokalkolorit haben wir aber nicht nur als Bild wiederbringen. Es ist eine zweite Funktion oder eine zweite Aufgabe, die jetzt in der Filiale Willisau auftaucht. Das werde ich euch auch noch präsentieren mit dieser Fotowand. Die Fotowand ist eigentlich multifunktional. Ein Schalter, kann man sagen, zudecken. Und wenn man nachher sieht, ist dann wieder ein ganz anderes Bild in der Kundenhalle. Vor allem Mitte Monat arbeiten wir mit einem Schalter. Und Ende Monat, wo es eine grössere Frequenz ist, arbeiten wir immer mit zwei Schaltern. Das hat sich sehr gut bewährt. Die Kunden schätzen das, die Kunden sehen das auch ein. Und wenn wir nachher mit dieser Fotowand das ein bisschen kaschieren können, ist das natürlich eine ideale Lösung. Und das sind auch wieder Ideen, die der Gallas Antonietti hat. Durch das Verschieben von dieser Wand haben wir jetzt die Möglichkeit, ein oder zwei Schalterstellen offen zu haben. Eines der wichtigsten Elemente des Corporate Identity der Luzerner Kantonalbank ist die Lounge-Zone. Es ist auch die Idee, dass jede Filiale eine solche Zone bekommen sollte. Die ganze Schalterhalle ist somit eigentlich in verschiedene Zonen aufgeteilt worden. Die erste Zone ist die Begegnungszone, also die Lounge-Zone. Die zweite Zone ist die Schalterzone, die Bedienzone. Und die dritte Zone ist die Empfangszone mit dem Empfangsdesk. Und im Ganzen ist die Zone nicht so gross. Also man möchte auch nicht das Gefühl haben, dass es eigentlich einzelne Bereiche sind. Man sollte es auch verbinden. Das Verbindungselement jetzt von den einzelnen Zonen sind kreisförmige Lichter, die ineinander hineingeschichtet sind, die effektiv die Schichtung von der einen Zone zur anderen auch dokumentieren. Wir möchten gerne auch weitere Filialen bei der UKB in einem ähnlichen Rahmen umbauen, sofern entsprechende Investitionen anstehen am Gebäude. Mit der Luzerner Kantonalbank-Filiale in Willisau haben wir aufzeigen, wie das Corporate Identity sollte umgesetzt werden für neue Filialen, sprich mit den Materialien, geräucherte Eichen, helle Polster oder Parkettboden, einfach kombiniert mit einem Lokalkolorit, wo auch die örtlichen Gegebenheiten besser dokumentiert werden. So, das ist schon der Detail, wo Sie normal durchgehören. Gut.